Servus! Servus! Ja, ich bin mit zum Dienst. Ich hatte Urlaub. Die letzten 5 Wochen. Ich muss dir was erzählen von diesem Fall hier. So was Geiles habe ich noch nie erlebt. Ja, tschö. Pass auf, der Kollege, der hier gerade stand, den haben wir rausgeworfen. Ja. Weil er straffällig geworden ist. Ja. Daraufhin hat er sich beim SD beworben. Ja. SD hat nachgefragt. Ja. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Was? Ja, also ist das heftig? Was? Er hat halt das ganze Gesicht einfach in den Arsch gekriegt. Was mich das interessiert. Ich wollte halt auch was bezahlen. Wollen Sie wissen, was? Ich frage lieber nicht nach. Doch, fragen Sie. Da ist so ein komischer Unterton in der Stimme. Na, fragen Sie einfach. Nein. Ja, gehen wir jetzt auch. Kommen Sie, erzählen Sie doch. Ja, die Essensrechnung von mir und der rothaarigen Puppe hier. Was für eine Puppe? Ich sehe keine Puppe. Hallo, Puppe, gehen wir auf was Super? Nix da. Nix, oder wie? Nee. Gleich ein bisschen, naja, ich schon wissen. Euer Schwammer mit Salat. Was gehört so als die Goschenalten? Weil sie die Dame ist mit mir. Ja, sie können ihren Kopf auf meinen Bauch legen. Die hat aber, glaube ich, die ist liiert. Na und, der Torhüter hält den Ronaldo auch nicht auf. Also ich bin frisch geschieden, genau. Mein Herz ist gebrochen, also von daher... Ja, dann lass uns das reparieren. Nein. Hallo, Jay. Wieso ruft mich denn keiner an? Verdammt. Ich kann sie anrufen, gib mir doch ihre Nummer. Nein, ich habe gar kein Telefon, was erzähle ich denn? Stimmt. Ehrlich, soll ich deins kaufen, Puppel? Nee, ach, ich kann gar nicht die Rechnung bezahlen, das ist ganz schlecht. Ich zahle das. Nein, ich brauche kein Handy. Ah, haben Sie eine Frage? Kacke. Ja. Ich dachte, ich bin alt. Alter, was willst du damit sagen? Ich bin knackige 45. Ach so, sag mal, wie kann das sein, dass der... Das ist ja jünger ist als ich. Ich bin jetzt ja nicht. Das ist meine Puppe. Nein, gar keinen Fall. Das weiß ich noch nicht. Ja. Was ist denn jetzt Ihr neuer Nachname dann? Das ist ein Ivanschitz. Was für ein Ding? Das ist die Frau Ivanschitz. Fräulein Ivanschitz. Nee. Aha. Ich bin Frau Blum und ich bleibe. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Blum. Ich wünsche Ihnen da ganz viel Kraft und hier. Also, ich habe auch kein Handy und ich habe auch keine Handynummer und. Zur Not habe ich eine Handynummer. Sie hat gar nichts. Auch kein gebrochenes Herz mehr. Mhm. Ja, gut. Doch, das habe ich. Alles gut. Na, das kriegen wir hin. Ich hab... Nein, das muss gar nicht. Sie können super. Mit meinem Superkleber spülen. Hallo? Hallo? Servus, ich suche den... Der macht eine Studio-Session oben, ne? Ja, wirklich? Ja, den schaue ich mir mal an. Hallo? Marques, du... Kind, wo bist du? Ich schieb dir deine Ohren, Kind, in deinen Arsch, du Schwat. Na schau mal einer an, wer da liegt. Like, wer hat dich gefickt, dass du während Krieg hier hinkommst, Peppi? Willst du mich verraschen? Schau mal, die Leute streiten immer, wer von uns besser ist. Und jetzt hab ich's da bewiesen, dass ich besser bin. Du kleiner Schwein, Peppi. Ja? Du. Heb mich auf, bring mich in Krankenhaus. Na? Mach ich nicht. Wovor bist du eigentlich gut, sag mal? Ich bin ein guter Stiefvater für dich. Peppi, ist das dein Sohn oder was? Ja, sowas wie. Seine Mutter nennt mich Daddy. So, ihr könnt mit ihm machen, was wollt. Peppi ist sowieso der Coolere als der Marquis. Das ist auch nicht schwierig. Das sagen alle, aber er vertraut den Leuten nicht. Hallo? Hallo? Hören, wunderschön. Hallöchen. Servus, wo ist der rote Teppich? Weil der Sheriff ist in der Stadt. Wo ist der General? General ist am Schlafen. Ja, ist besser für ihn. Warum? Ich wollte ihm gerade ein paar Ohrfeigen ziehen. So eine Freundin, ne? Ich meine das tot ernst, weil der General, der war deppert zu meiner Tante. Wer ist deine Tante denn? Meine Tante, die ist die Brunhilde. Wer soll das denn sein? Ja, die Brunhilde. Kennt der General sehr gut. Die hat ein Verhältnis. Und der hat sie stehen lassen. Und jetzt kriegt der Papa Pfeifen von mir. Also wo ist er? Der ist schön in seinem Bettchen am Schlafen. Ja, dann richten sie ihn morgen aus, dass der Sepp da war. Das sehr war das? Sind. Okay. Der Sepp Ivanschitz. Ja, und sagen sie dem General, wenn er das nächste Mal meine Tante f***, dann soll er sie nicht mit gebrochenem Herzen zurücklassen. Alles klar, sag ich ihm. Er soll mich anrufen. Was ist Ihre Nummer? Ja, meine Nummer ist, geht sich gar nichts an. Wie soll er dann anrufen? Soll er warten, wie der andere ungezogene Bengel in dieser Stadt. Du wartest. Nein, er wird auf mich warten. Nein, du wartest auf ihn, weil er ist gerade nicht da. Na und? Genau so, und wir und Kreuzen. Der kriegt seine Backpfeifen noch, der General. Nein, du kriegst selbst seine General Backpfeifen. General 3 Käse hoch mit seinem Verhungerer da.